das sind alles andere als einfache Zeiten. Es sind harte Zeiten. Das wird allein daran deutlich, dass die Überprüfungskonferenz eigentlich vor 2 Jahren hätte stattfinden sollen, aufgrund von Corona dann nicht stattgefunden hat. Und mit Blick auf den brutalen Angriffskrieg Russland nun erneut in wirklich schweres Fahrwasser geraten ist. Aber gerade wenn Dinge nicht einfach sind, ist es umso wichtiger, Flagge zu zeigen. Und deswegen bin ich heute hier, um deutlich zu machen, dass die Bundesrepublik Deutschland für internationales Recht einsteht und für die Nichtverbreitung von Atomwaffen einsteht. Gerade in einem Moment, wo Staaten wie Russland oder Nordkorea offensiv auch mit Atomwaffen drohen, wo Arsenale wieder angereichert werden und wie Staaten wie Iran zur nuklearen Abschreckung greifen wollen, ist es umso wichtiger, dass die Staatengemeinschaft deutlich macht, wir stehen für das internationale Recht ein und wir stehen dafür ein, dass Nuklearwaffen weltweit reduziert und nicht erweitert werden. Das bedeutet auch, dass hier in New York eben nicht nur die Weltgemeinschaft zusammenkommt, sondern dass wir zugleich durch unterschiedliche Initiativen, wo Staaten vorangehen, weil die allermeiste Mehrheit der Staaten hat ja gar keine Atomwaffen, dass diese Initiativen deutlich machen, wir können auch in diesen schwierigen Zeiten zur weltweiten Sicherheit beitragen, indem wir zum Beispiel die Auswirkungen von Tests von Nuklearwaffen, wo Menschen bereits zu Opfer geworden sind, dort humanitär unterstützen, indem wir mehr Transparenz über die Arsenale weltweit zur Verfügung stellen und indem wir deutlich machen, dass es eine internationale Verpflichtung gibt zur Transparenz von Nuklearwaffen. Frau Ministerin, ist angesichts der derzeitigen Bedrohungslage der Abzug der Atomwaffen aus Deutschland vom Tisch? Der Einsatz für nukleare Nichtverbreitung und nukleare Abschreckung sind in diesen Zeiten kein Widerspruch. Der brutale Angriffskrieg Russlands macht deutlich, dass Nuklearwaffen leider eine bittere Realität sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch im strategischen Konzept der NATO deutlich gemacht haben, die nukleare Teilhabe ist Teil des Bündnisses der NATO. Und zugleich unterstreichen, dass die NATO für nukleare Abrüstung und Kontrolle einsteht. Dass sie einsteht für Transparenz bei Nuklearwaffen und dass sie einsteht für all die nuklearen Abrüstungsinitiativen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass hier neben mir auch Tony Blinken als amerikanischer Außenminister mit seiner persönlichen Präsenz bei dem Nichtverbreitungsvertrag deutlich macht, dass wir als NATO-Staaten an den Vertrag des NVV glauben und dass wir aktiv daran arbeiten, in dieses Regelwerk alles Vertrauen wieder zu investieren und andere Staaten zu animieren, an der nuklearen Abrüstung wieder teilzunehmen. Frau Ministerin, befürchten Sie eine Eskalation um Taiwan in den nächsten Tagen? Wir leben in einer Welt, die derzeit besonders hart ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir mit Blick auf den brutalen russischen Angriffskrieg deutlich machen, dass die Weltgemeinschaft es nicht akzeptiert, wenn ein größerer Nachbar seinen schwächeren Nachbarn überfällt. Gerade in diesen Tagen ist es wichtig, dass die Weltgemeinschaft zusammensteht. Und im März haben wir genau in diesem Gebäude hinter mir mit 141 Staaten gemeinsam deutlich gemacht, wir stehen für das internationale Recht. Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt. Und das gilt natürlich auch für China gerade in diesen Tagen. Wie viel Vertrauen haben Sie in den Export von Weizen, jetzt wo die erste Lieferung unterwegs ist aus der Ukraine? Wie viel Vertrauen haben Sie in diese Dass heute eins der ersten Schiffe ausgelaufen ist mit Getreide aus der Ukraine an Bord, das unterstreicht, wie wichtig es ist, dass gerade in diesen brutalen Zeiten der Dialog und der Versuch aufrechterhalten wird, auch in Kriegszeiten Lösung für Humanität zu finden. Und der Einsatz der Vereinten Nationen mit der Unterstützung auch der Türkei und natürlich unserer europäischen Unterstützung hat gezeigt, dass sich auch in diesen brutalen Zeiten kleine Gesten der Humanität ermöglichen lassen. Es ist jetzt wichtig, dass dieser erste Getreideexport sicher auch weiter durch das Gewässer fahren kann. Aber wir haben auch gesehen, dass ein Tag nach Unterzeichnung dieses Getreideabkommens
das russische Regime Odessa bombardiert hat. Deswegen ist in diesen Zeiten nichts gewiss, aber es ist umso wichtiger, dass alle Versuche unternommen werden, das Getreide aus der Ukraine herauszubekommen, weil die Welt braucht dieses Getreide, denn dieser Krieg wird eben auch als Kornkrieg geführt. Vielen Dank.